Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja. Ja. Also zieht euch Teil 4 rein mit Greta. Passt auf euch auf. Intro und dann geht's los. Kreisverkehr, aber ist keiner, ne? Ja, nee, deswegen. Genau richtig gemacht. Aber da haben sich auch schon so viele in der Prüfung abgeschossen. Mhm. Weil die dann denken, oh, ist ein Kreisverkehr oder ich müsste irgendwie drum rum oder irgendwie sowas. Ja, nee. Aber so ist gut. An der Ampel links. Auf die Kreuzung und dann take your time. Genau. Spiegel gucken und einmal kurz zurückfahren. Was? Also ein bisschen auf deine Seite. Wegen dem Gegenverkehr. Ach so. Dann hast du, jetzt bist du die ganze Zeit links geblieben, ist nicht verkehrt. Mhm. Das Risiko ist aber groß, dass doch jemand von vorne kommt. Ne? Und jetzt zum Beispiel pick dir wieder den ersten Gang. Weil du weißt nicht, was kommt. Gehst du mit dem zweiten rein, hast halt Risiko. Schön machen willst, tickst du noch den Blinker an und dann links weiter. Das ist sehr gut. Kannst du den Leuten erklären, warum du jetzt hier keine Vorfahrt hast? Weil da ist ein abgesenkter Bordstein. Viele denken, es ist rechts vor links, ne? Fahren die hier raus und dann. Nee. Ja, nee. Dann ist. Und das wäre im Preis gewesen. Und rechts weiter. Dann taste dich einfach rein, bleib mit den Augen links und dann chillen.
sicher ist, was er so die ganze Zeit gesehen hat, dann sagt er, die nächste links. Das, ja, links. Das ist richtig tricky, weil die Vorfahrtsstraße geht ja nach rechts. Langsam in den ersten Gang, ne? Genau. Ist komisch hier abzubiegen, ne? Die, die von vorne kommen, müssten warten, weil die das Stoppschild haben. Du bist auf der Vorfahrtsstraße. Und das fühlt sich total komisch an, weil kein Mensch biegt eigentlich ab. Das ist eine merkwürdige Sache. Aber du bist ja, du kennst dich ja aus jetzt. Und die nächste rechts. Wie viel mehr du Kontrolle, wie viel mehr Kontrolle du jetzt hast. Correcto. Die nächste Teststraße fahren wir de links. Zurück, schneid das Video. Die nächste Teststraße fahren wir de links. Sorry, ich meinte rechts. Und dann rechts. Taste dich ruhig nach vorne, auch obwohl du siehst, dass der da von vorne kommt. Du kannst dich ja nach vorne tasten, ist ja in Ordnung. Wenn dir das auffällt in der Prüfung, schmeiß einfach wieder an. Ist egal. Mhm. Voll so coole Bergmann-Männchen auf der Ampel da vorne. Siehst du das? Das ist neu, ne? Mhm. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich von den 15 Euro, die ich fürs Parkticket bezahlt habe. Also Bergmann-Männchen. Wir haben jetzt 15 Euro, was sollen wir damit machen? Hat einer eine gute Idee? Wir machen Bergmann-Männchen. Sauber. Safe. Genau. Safe. Ja, klar, safe.
passiert jetzt das Gleiche mit der Straße. Ja, rechts. Wieder. Genau. Es gibt dann Fahrschüler, die pennen in der Prüfung und bleiben einfach auf dieser Spur. Die müssen dann irgendwann links abbiegen. So, aber wenn du jetzt aufpasst, Spiegel gucken, einmal Seitenblick auch. Genau, hier, everybody, und dann zack, fertig. Dann ist das okay. An der zweiten Ampel fahren wir links. Deswegen ja so früh die Information. Mhm. Wenn du diesen Seitenblick machst, ne? Ich habe das Gefühl, du machst den manchmal so weit noch, um dir sicher zu sein. Ja. Arbeite lieber länger mit dem Außenspiegel, ja, sodass du lernst, dem zu vertrauen, und dann sicher dich nur einmal im toten Winkel ab. Okay. Weil das kann gefährlich werden. Weil wenn du nämlich so machst und der vor dir bremst, ja, dann siehst du nichts. Mhm. Und so schön sieht der Anhänger jetzt auch nicht aus. Ich hatte in der letzten Prüfung einen Prüfer, der ist dreimal mit der Fahrschülerin Van Barneberg gefahren, weil sie beim ersten Mal nicht geguckt hat, ist aber sonst super gefahren. Beim zweiten Mal hat sie wieder nicht geguckt, ist aber dazwischen immer noch sehr gut gefahren. Und dann beim letzten Mal sind wir wieder hier zurückgefahren und wieder bei diesem Bahnübergang. Und ich glaube, wenn sie dann nicht geguckt hätte, wäre es das gewesen. Mhm. So penibel sind die da mit den Bahnübergängen. Versuch einfach dran zu denken, wenn du drauf zufährst, ja, Bahnübergang, kannst du dir noch mal ein bisschen was gönnen. Also bremst einfach runter, nimmst zwei in Gang, stellst ein bisschen drüber, guckst natürlich, ob kein Zug kommt. Hast du mit Regen? Mhm. Ach so, ja, du musst ja mit dem Fahrrad zur Schule. Ja, ist ja nicht schlimm. 2 Minuten. Ja, okay. Genau, das ist die Show. Okay. Darum geht's. Und am Ende, als wir hier drüber gefahren sind, hat sie so gemacht. Da ist sie weitergefahren. Also es war auch nur so ein halbes Ding, ne? Mhm. Aber der Prüfer hat gesagt, wenigstens haben sie geguckt. Dann weiß ich ja, dass sie es mal gelernt haben. Weil das ist das, was der Prüfer sehen muss, ne? Ja. Was du machst, wenn du den Schein in der Tasche hast. Und dann rechts weiter. Kannst halt kontrollieren, ne? Weil wenn jetzt, was weiß ich, zum Beispiel der Fiesta hier rausfährt oder irgendwie sowas, ja, du schießt da mit dem zweiten Gang rum, dann wieder viel Glück. Und in der Prüfung hat man meistens nicht so viel Glück. Sogar hier drauf, siehst du das? Da wo er herkommt. Mhm. Wenn du ganz stark einschlägst nach rechts. Einschlägst, einlängs. Gut, gut.
sauber parkfertig abstellen, diebstahlsicher? Genau. Da ist es. Korrekt. Ja, ganz gut gemacht. Also, ich würde sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10 bist du da bei einer 9. Echt? Mhm. Okay. Das Einzige, was dir zu einer 10 fehlt, ist, das hast du jetzt am Ende wieder gut gemacht, den ersten Gang an engen Stellen zu nehmen. Ja. Weil sonst schiebt dich das einfach darum. Und du kannst es nicht kontrollieren und dann automatisch kommt ein ungutes Gefühl und dann entstehen Situationen, die kann man nicht kontrollieren und dann fällt man deswegen durch. Ja. Dass dir zwischendurch, also ich sag mal, das mit dem zweiten Gang oder so, das ist völlig egal, das interessiert keinen. Was noch fehlt, damit man sagen kann, sensationell, ist zum Beispiel dieses Vorfahrtgewehren. Wenn man da ranfährt, dass du rechtzeitig erkennst, oh, ich sehe nichts, dann in den ersten Gang gehen, aber nicht bremsen und erste Gang, sondern beim Rollen ein bisschen runterbremsen, dann erste Gang, so wie an so einer Ampel, weißt du, wenn man noch so ranrollt. Mhm. Und dann mit dem ersten Gang ranfahren, gucken und dann kannst du abhauen. Mhm. Das fällt im zweiten Gang immer schwer, weil man so schnell ist, dass man es nicht richtig sehen kann. Dann bremst man runter, sieht, ah, wäre gegangen, aber dann ist man zu langsam, um zu fahren. Ja. Und dann muss man den ersten Gang nehmen. Okay. Und diesen Prozess kannst du damit unterbrechen. Das fehlt da nur noch, damit man wirklich sagen kann, sensationell. Also früh genug runterschalten. Früh genug runterschalten und an den engen Stellen stehen bleiben. So, kommt einer von vorne, bleib stehen. Okay. Du hast es ja offensichtlich auch gemerkt, als der Bus von vorne kam und wir rechts rüber gefahren sind. Dann nur noch so den Hammer fallen lassen und sagen, ja, okay, dann bleibe ich halt stehen. Ja, okay. Ist der Prüfer dir 10-mal dankbarer, als wenn das auch passt? Und der Prüfer sitzt da hinten, sieht den Spiegel und denkt so, ne? Okay. Okay, ja. Ja, das war eigentlich alles gut dazu. Sonst würde ich sagen, safe, gut gemacht. Dankeschön. Cool. Das hat mir auf jeden Fall nochmal geholfen. Ja, nice. Ein bisschen. Das freut mich. Wann hast du Termin? Hat Jan mir noch nicht geschrieben, aber wahrscheinlich nächste Woche. Ja, hat er mir auch irgendwie sowas, hat er mir auch gesagt. Also weit seid ihr nicht mehr weg, ne? Also, nee. Er hat gesagt, du hast jetzt noch Klausurphase. Ja, also Donnerstag, also gestern die vorletzte, Donnerstag die letzte. Korrekt, und dann könnt ihr nochmal ein bisschen durchziehen und fertig machen. Sehr gut. Ich schreibe dann noch in die Kommentare, wenn du bestanden hast. Was okay. Die Leute dann bestimmt wissen. Okay. Cool. Machen wir noch ein Thumbnail, wie machen wir das? Ich bin kreativ. Können beide so machen. So. Okay. Warte, so. So. Mhm. Und dann da reingucken, dann kann Kevin das rausschneiden. Okay. Cool. Okay, that's it. Tja, Freunde, das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Das heißt,